So Leute, willkommen bei meinem neuen kleinen Projekt. Es handelt sich hierbei, oh, ich übersteuere gerade ein bisschen, nehme ich kurz leiser. So, es handelt sich hierbei um Battlebog Theater. Ich habe mir natürlich einen Gast, mit dem das Ganze sehr, sehr lustig sein wird, dazu geholt. Den lieben Mr. King, Sommer. King of Madness, Mr. Dr. Sommer. Schönen guten Tag, meine kleinen Kaulquappen. Der liebe Zero. Guten Tag! Ja, hast du die Teamfarbe geändert? Ich bin gerade lila, aber ich kann auch auf Rot wechseln. Ja, wechsel auf Rot. Wir haben uns rot. Wir haben uns entschieden, rot zu machen. Genau. Jetzt mache ich aber nochmal einen kurzen Cut, weil ich kurz annehmen muss und ihr sollt meine Privatsachen nicht sehen. Und da sind wir auch schon wieder. Maus im Bild. Ja, Stuff im Bild. Ich muss meine Maus ausschalten. So. Ha, du bist ein Vierkopf, ich bin Donut. Ja. Guck nicht durch mein Loch in der Mitte, das ist unhöflich. Zero ist ein Donut, ich habe leider noch keine anderen Köpfe. Ich habe auch noch einen Ritterkopf, weil ich Castle Crashers besitze. Aber woher hast du den Donutkopf bekommen? Den habe ich einfach so bekommen, als ich reingegangen bin. Und da stand da sah man halt den Donutkopf und daneben stand Internationaler Donuttag. Oh. Keine Ahnung, kann auch von irgendeinem anderen Spiel sein oder so, weiß ich nicht. Vielleicht auch Castle Crashers, deswegen. Möglich. Bin ich sicher. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann drück A. Ah. Wir sind mal kurz ruhig. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story is warming and soft. It's a mother's kiss, or is it? Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all. And the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic... Fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder. Boom! And the lightning. Boom! And the wind. Boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Whoosh, 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 whoosh. Huge giant waves thrashed the boat to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, and made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. But where have they gotten to? Who knows? I don't. Do you? I don't. Do you? I don't.
Welcome to Battle Block Theater. Go inside the door. Anytime. Ja, wir können schon weitermachen. Ja, ich muss gerade kurz mal bei meiner Lautstärke was ändern. Das war alles ein bisschen zu laut. Ich empfehle dir übrigens, was ich auch gemacht habe, während den Cutscenes einfach muten. Achso, ja. Wie macht ich das? Also bei mir ist einfach, ich drücke einfach auf meinem Headset auf einen Knopf und bin stumm. Aber du könntest auch einfach bei Skype die Stummtaste drücken. Ja gut, ja. Oder ich muss mich zusammenreißen. Okay, also auf A springt man, auf X haut man, auf Y begeht man Selbstmord. Ja, wir spielen das Ganze mit dem Xbox Gamepad. Auf B ist nicht explodiert. Ach, das sind Minen. Ja. Ja, willkommen bei unserem fantastischen Abenteuer. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Naturtalent. Ja, ihr merkt schon, dieses Spiel wird uns eine Menge Freude bereiten. Du lässt dich hier nicht explodieren, ja? wie hast du das gemacht eigentlich? Mit welchem Knopf? Y gedrückt halten. Okay, das werden wir nachher auch noch brauchen. Ihr seht, wir sind auf einer Insel angekommen und was uns hier erwartet, das ist unglaublich. Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. Jeez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? Schade, ich wollte dich reinschubsen. Hallo. So. Schade. Okay, wir gehen weiter. Ja, ich werde euch die Cutscenes übrigens ein bisschen lauter machen. Ich glaube, die Abmischung ist noch etwas schlecht, aber das kann ich immer im Voraus so schlecht sagen. Irgendwie kann man auch jemanden greifen, aber ich weiß nicht wie. Nee, greifen geht nicht. Du kannst einen bloß hochschieben. Also, guck, spring mal auf mich. Das... Ah, kann man hier einen auch irgendwie so hochheben? Nee, ich kann bloß auf dich. Wenn du mal LT gedrückt hält, kann man um Hilfe rufen. Oh. Warte mal. Was ist das? Ah, warte mal, lauf jetzt mal gegen mich. Ah, so, ja, das meinte ich. Tschüss. Hey. Das ist RT übrigens. Ja, aber ich bin das jetzt mit Xbox Pad, habe ich ja glaube ich schon gesagt. Erster Part ist immer ein bisschen Erklärungsbedarf. Explodier einfach. Oh, ja, dieses Spiel wird uns so viel Spaß machen. Ihr habt ja auch erzählt, der Erzähler ist richtig cool, ne? Oh, happy day. Oh, ja. It's Hattie. And look, he's made some wonderful new friends. Ooh, and they got him a present. How thoughtful. Hey, wait a second. I don't think that was a present. Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't gonna be good. Yep, that wasn't good. That wasn't good at all. Nee, das war gar nicht gut. Hast du das gesehen auf diesem riesigen Steinhut? Stand drauf, don't put it on. Oh, das habe ich nicht gesehen. Aber gut, da habe ich ja jemanden, der aufpasst. Ja. Hier seht ihr die ganzen Köpfe, die wir bekommen können. Ja, und da drüber, über dieses Scrollen, sieht man diese ganzen Waffen, die man haben kann. Also ja. Diese Pile oder so. Wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir wollen ja heute noch was erleben. Wir hatten, der erste Part ist schon halb rum und wir haben noch nichts erlebt. Der erste Part hat ein bisschen länger. Ich hoffe, du stellst dich besser an als der letzte Gefangene. Chapter 1 gehen wir nicht rein. Können wir hier durch die Tür? Sieht nicht so aus. Oha. Entschuldige, ich wollte gucken, ob ich da irgendwie reinkomme. Ah, okay. Nee, wir kommen scheinbar erstmal nur in Chapter 1. Ah, okay. Auf geht's. Kapitel 1. Jetzt habe ich mich extra gemutet, weil ich dachte, es kommt eine Cutscene. Nö, irgendwie nicht. Was ist das? Das ist unser erstes Level. Erstes Level! Ich würde sagen, wir machen so... alle 3-4 Parts eine neue Farbe. Okay. Diamanten! Wofür auch immer die gut sind. Oder halt immer, wenn wir uns neu designen. Warte mal. So. Juhu! Hilf mir hoch, mein Freund!
Achso, das ist von Vorteil. Verdammt. Kommt man da hoch? Kommt man so da? Achso, Doppelsprung kann man ja. Aua. Mit was kann ich dir hochhelfen? Also, wenn du an der Klippe stehst, auch einfach so RT gedrückt halten. Okay. Oh, Teleporter. Warte mal, ich weiß nicht, was du... Ah, verdammt. Nein, warte. Nicht drüber. Oh, ja. Lecker. So, dann musst du drauf stehen bleiben. Ja. Okay. Oh, da ist er ja. Gut, das ist er. Warte mal, wir sammeln erst noch einen. Was gibt's denn? Gibt's hier was? Ein Voltneul. Voltneul. Sonst noch was? Nö. Warte mal, aber irgendwo muss noch ein Diamant sein. Gibt's hier drei? Ja. Nein, nein, da! Man muss auch erst eine gewisse Anzahl gesammelt haben, damit der Ausgang offen ist. Ich glaube immer drei, oder? Nee, es werden später mehr, so viel weiß ich schon. Ah, okay. Alles eingesammelt. Auf Zeit machen wir aber nicht, oder? Also, das war das, versuchen diese Zeitmedaille zu kriegen. Nee, wir machen auch nicht perfekt, würde ich sagen. Nö, einfach nur so viel, wie wir finden können. Warte mal, komm mal her. Unterwegs. Bring mir auf den Kopf. Kopf. Schmeiß mich. Ah, verdammt. Nochmal. Muss dann schnell hoch. Schmeiß mich. Oh, okay. Komm hoch. Danke, mein Freund. Warte mal, wir müssen da runter. Ich glaube, einer sollte oben bleiben. Okay. Damit wir die Dinger hier wegkriegen. Wutsch, wutsch, wutsch. Bleib mal hier. Ah, der Ausgang ist schon offen. Warte mal, da links ist noch was. Geh da Teleporter! Rein. Ah, das Voltneul. Ah, da brauchst du mich. Muss auch herkommen, ja. Auf geht's. Schmeiße dich. Schwupp. Komm mal hier wieder, ja. Okay. Nein, bitte. Was ist auf das? Ins Blaue. Da, du bist irgendwie richtig falsch. Ich weiß es falsch nicht, aber richtig. Ich möchte erstmal gucken, dass wir hier möglichst viel, aber... Ah, nee, da ist der Ausgang. Okay, da gehe ich nicht lang. Und dann müssen wir links nochmal lang. Ja. Erstmal gucken, was hier noch ist. Ah, da muss einer stehen bleiben. Lauf. Gut. Du warst sogar noch oben. Nein. Nein. Ich bin fast in die Gülle gesprungen. Ui, Gülle, Gülle, Gülle. Hi, du Katzi. Los, komm, die bringen wir um. Das geht hier sogar. Oh. Tschüss, ihr beiden. Ich lebe! Ich lebe! Das lässt sich ändern, verdammt. Er hat's rausgeschafft. Ihr merkt schon, dieses Spiel wird uns wahnsinnig machen. Aber auch einen wahnsinnigen Spaß bringen. Haben wir alle gefunden? Ja. Ja, geil. Ey! Ich glaube, nach dieser Tür gibt's eine Cutscene. Oh, das kann sein. Order. Ha, wir haben die Katze erledigt. Damn. Ich mag eigentlich Katzen. Katzen sind nett. Ah, wie geht? Warte, wie war's? Ihr seht schon, ich bin sehr hilfsbereit. Ja, total. Aber ich mach das nicht mal mit Absicht. Ah, du brauchst das Jetpack. Flieg nach oben. Den Diamanten. Verdammt. Jetzt muss ich da nochmal runter. Fliegt nicht gerade hoch, man fliegt so krumm hoch. Oder ich bin einfach nur... Ja, man fliegt rum hoch. Ja, man fliegt halt in die Richtung... Lass dich einfach... Okay, ich hab den Checkpoint, also könntest dich auch explodieren lassen. Yay! Ist das geil! Lava, heiße Steine... Jippe. Donut Man, komm her! Ich versuch's! Da bin ich. Juhu! Halt, warte. Da ist was. Runter. Schon wo unterwegs. Ist der? Ist das ein Teleporter? Was, wo? Ah ja, stimmt. Hilf mir hoch. Ich hätte dich jetzt hier einfach hochgeschmissen, aber so geht's natürlich auch. Ja, wir mussten ja vorher noch diesen Dings holen. Ja. Duck dich mal. Also, ich bin ein Donut. Ich bin eine Schachtel. Eine alte Schachtel. Ich glaube, der Vierkopf ist Georg. Cousin Georg oder so. Hey, die hat sich gerettet. Boah. Das ist so schön. Gut, tschüss. Warte mal. Ja. Aha, das gut. Müssen wir ins Wasser schieben. Schieb mich, schieb mich. Achso, Moment. Mich. Du musst mich unten fangen. Okay, bin da. Und tschüss. Verdammt. Das war der Tempogang, wenn wir beide drin sitzen. Wuhu.
dann hoffen wir jetzt mal auf eine Cutscene. Haben wir alles? Ich glaube ja, weil es hat auf jeden Fall so einen grünen Schimmer gegeben. Das ist immer der Indikator, dass wir alles haben. Wunderbar. Da können wir uns ja gleich Köpfe kaufen. Yay, Köpfe! Ah, hier können wir kaufen. Los, komm, wir gehen in den Gift Shop. Gift Shop! Geschenk-Shop. Was ist hier? Gefangenen. Dreiecke. Gefangenen freischalten. Dreiecke, Vierecke, dann müsste links diese Kreise sein, oder? Ja. Da ist Hattie! Hattie! What the fuck? Was ist denn jetzt? Warte mal. Was ist hier? Was sind die richtigen Waren? Ach, fünfmal Schneebälle, Dingsbälle für das da. Wir haben nur drei. Waffenzubehör. Ach, da hier oben kann man Waffen kaufen. Ah. Moment, ich gehe hier mal rein. Was sind das? Ach nee, da können wir tauschen. Was denn, echt? Den hab ich. Ah, cool. Hier geht's. Achso, das ist dasselbe, hä? Ja, das ist eine Handelsstation. Hier können wir handeln. Aber warum gibt's hier denn zweimal? Vielleicht kann man hier mit mehr Spielern rein. Okay, hier haben wir dann einen Vierkopf. Ne, nochmal einen Vierkopf. Nee, drüben ist so ein ovaler Kopf. Achso, Dreiecke. Okay. Und wo kann man diese Sterne herkriegen? Was für Sterne? Ja, es gibt doch auch einen Sternkopf, so ach wie so, die Donut, den ich hier habe. Der ist so ein Held von dem Sternkopf. Okay, da weiß ich nicht. Und von welchem willst du haben? Ich nehme mir mal einen runden. Nehme ich mir mal einen Vierkopf. Ich habe einen Gefangenen befreit. Und ich habe... Yay! Wen hast du? Ich konnte es nicht sehen. Der hatte einen Heiligenschein auf dem Kopf und riesige Augen. Cool, aber ich habe nicht mehr genug. Du auch nicht wahrscheinlich, ne? Ich habe 7. Ja, 10 braucht man. Ja, man braucht immer 10. Gut, Leute, dann würde ich sagen, für den Anfang reicht das. Ich werde mich jetzt nochmal umziehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Battleblock Theater. Bis dann. Ciao.